Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein Familienhaus für drei Generationen mit optionalem Tiny House Anbau von Schwörerhaus. Bei diesem Musterhaus, das in der Fertighauswelt im Schwarzwald zu besichtigen ist, war die Frage, wie muss ein modernes, nachhaltiges Familienhaus heute aussehen? Antwort: kleine Grundfläche, flexibel und anpassbar an sich verändernde Lebenssituationen, energetisch, möglichst autark und schadstofffrei. Und wie das alles hier umgesetzt wurde, das schauen wir uns heute zusammen an. Das Haupthaus, das wir jetzt hier hinter mir sehen, hat Abmessungen von 11,50 m x 8,51 m, ist also relativ kompakt und bietet eine Wohnfläche von 148 Quadratmetern. Der Tiny House Anbau hat nochmal 4,35 m x 12 m, sodass er also auf den Tieflader passt und nochmal etwa 40,5 Quadratmeter Wohnfläche. Insgesamt hat das Ensemble also etwa 188 Quadratmeter und dieser Anbau ist natürlich optional. Also das heißt, das Haus gibt es auch ohne und dieser Anbau kann sogar nachher wegtransportiert werden, wenn man mal mit dem kleinen Element umziehen möchte. Aber dazu sage ich euch noch später mehr. Erstmal die Kubatur des Haupthauses. Wir haben hier einen Kniestock, der relativ hoch ist, 1,85 m, wovon das Obergeschoss profitiert. Und ganz interessante, unterschiedliche Dachüberstände. Hier an der Seite sind es 95 cm, hier vorne am Ortgang an der Giebelseite sind es nur 25 cm. Hat was mit dem Musterhausstandort zu tun, da durfte es nicht weiter auskragen. Und auf der Seite haben wir einen Dachüberstand, eine Dachabschleppung von 2,57 Meter. Die ist extra runtergezogen, denn ein wichtiger Aspekt bei diesem Haus war, viele geschützte Freiräume zu schaffen auf allen Seiten des Hauses. Zum Eingangsbereich sage ich euch gleich was. Hier hinter mir sieht man jetzt schon eine ganz wesentliche Sache. Das Obergeschoss kragt etwa 1 Meter aus. Dadurch gibt es innen mehr Raum für die Kinderzimmer, das zeige ich euch natürlich. Und hier vorne auf der Ostseite so eine kleine eingerückte Terrasse mit Morgensonne, wo man also aus der Küche direkt rauskommen und hier eine Tasse Kaffee trinken kann. Auch wäre natürlich möglich, diese Terrasse hier länger zu ziehen. Das ist jetzt auch wieder so eine Musterhausgeschichte, hier ans Grundrissstück angepasst, dass man jetzt hier eine Stufe und wirklich nur einen Meter hat. Aber auch das wäre natürlich anpassbar. Ganz schön ist, dass wir hier an der Seite diese schräg gestellten Lamellen haben, die so ein bisschen Sicht- und Windschutz geben. Und zwar je nachdem, wie man guckt, mal mehr oder mal weniger. Dieses Element taucht innen und außen am Haus an vielen Stellen auf. Und wir haben natürlich auch eine ganz interessante Fassadengestaltung. Wir haben hier diesen Terrakotta-Ton an der Wand. Das ist so ein bisschen ein regionaler Bezug. Hier in der Rheinebene gibt es so französisch-barocke Ortschaften, die sehr farbenfroh sind. Und der Schwarzwald ist nicht weit. Deshalb diese erdigen Töne und diese Holzfassade in Olivgrau. Eine Besonderheit bei dem Hersteller, das ist eine sägeraue Fassade, die getaucht ist. Das heißt, die ist sehr satt mit Farbe vollgesogen. Da muss man also auch nicht so oft was nachstreichen. Und wir haben hier so ein Rautenprofil und hinten am Flying Space, wir gehen jetzt mal da ein bisschen rum, gibt es eine 3D-Fassade. Das heißt, da ist das Holz in unterschiedlichen Breiten und Vorsprüngen gehalten und es gibt eine sehr interessante Fassade. Jetzt sehen wir hier hinter mir schon diese wunderschöne geschützte Frühstücksterrasse, die vor dem Essplatz entsteht und hier eben dieses weit abgeschleppte Dach. Was ganz schön ist, wenn man hier so eine Konstruktion hat, kann man da oben auch eine Schaukel aufhängen. Da haben wir also schon gesehen, die Vorrichtung ist schon da. Und hier geht es jetzt auf die geschützte Terrasse, die nochmal eine Besonderheit hat, und zwar diese Dachflächenfenster in dem Dachvorsprung. Das bringt innen ganz viel Licht auf die Arbeitsgalerie, aber auch fürs Wohnzimmer. Und wir sehen schon, es fängt an zu regnen. Hier einen geschützten Freibereich, der in dem Winkel liegt, der also von beiden Wohneinheiten aus genutzt werden kann und bei jedem Wetter nutzbar ist.
Das Flying Space schauen wir uns nachher separat an. Hier im Musterhaus gibt es tatsächlich innen eine Verbindung und außen einen Eingang. Das Ganze kann als Einliegerwohnung genutzt werden. In diesem Fall ist es für die Großmutter gedacht, kann aber auch Büro sein oder später für die erwachsenen Kinder, die das sogar mitnehmen könnten, also transportieren zum Beispiel an den Studienort. Hier sind wir jetzt schon wieder an der Vorderseite und sehr schön bei Regenwetter, dass es hier eben auch gleich diesen festen, überdachten Eingangsbereich gibt. Wir haben hier tatsächlich eine Breite von 1,60 Meter. Das heißt, man kann hier gut ankommen. Man kann hier auch mal ein Fahrrad, ein Buggy oder einen Roller abstellen, der dann trocken ist. Und der Weg geht weiter nach hinten, direkt in den Carport bzw. in den Eingangsbereich zum Flying Space. Bevor wir reingehen, noch kurz was zum Dach. Wir haben ja die 32 Grad Dachneigung, relativ viele Dachflächenfenster. Ihr seht auch so eine runde Öffnung. Das ist ein Tageslichtspot, der innen wirklich ganz viel Licht bringt. Und wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, Thema energetische Autarkie. Etwa 8,8 Kilowatt Peak Leistung sind jetzt hier drauf. Man könnte natürlich auch beide Dachflächen belegen. Und innen gibt es eine Speicherbatterie, die nochmal etwa 8,8 Kilowattstunden Speicherkapazität hat. Aber jetzt schauen wir erstmal in die Diele. Euch was zu den Raummaßen sagen. Ganz kurze Anekdote vorweg. Das Haus ist nach Enne Burda benannt, die ja schon sehr früh Familie und Arbeiten unter einen Hut gebracht hat. Und geplant ist es vom Architekten Gunnar Brandt, der gleichzeitig auch Schreiner ist. Und das sieht man hier an vielen, vielen Stellen. Der hat nämlich ganz viel Stauraum und Einbaumöbel schon mitgeplant, was in einem Familienhaus eigentlich immer zu wenig ist und hier auf jeden Fall genug vorhanden. Die Diele ist mit 7,5 Quadratmetern geräumig, aber nicht platzverschwenderisch. Wir haben hier eine lichte Raumhöhe von 2,54 Meter. Hier gibt es ganz unterschiedliche Höhen im Haus. Das werden wir uns auch gleich angucken. Und das allererste, was ich euch zeigen möchte, ist diese schöne Bodenfliese. Es ist tatsächlich ein Feinsteinzeug, 60x60. Es ist ein wahnsinnig gutes Natursteinimitat. Die hat eine raue Oberfläche und sogar so einen Glimmereffekt da drin. Vielleicht könnt ihr das mal in so einer Streifen Lichtaufnahme sehen und die sieht wirklich total echt und natürlich aus, erdet das total, wenn man hier reinkommt und ist trotzdem pflegeleicht. Hier auf der linken Seite haben wir schon das erste Highlight. Das ist keine Wand zwischen Küche und Diele, sondern ein riesen Einbauelement. Hier gibt es also ganz viel Stauraum. Es gibt Garderobe, hier Schränke. Es gibt hier oben Stauraum, es gibt hier unten Stauraum für Schuhe. Hier auch nochmal ein Schuhschrank, der also wirklich komplett von oben bis unten mit Schuhregalen voll ist. Und natürlich auch eine Sitznische, wo man Schuhe an- und ausziehen kann, den Kindern die Gummistiefel von den Füßen nehmen und so weiter. Und natürlich dann auch ein paar offene Haken. Das Ganze ist schon mit so einer gepolsterten Rückwand gemacht, die also auch nicht schmutzempfindlich ist, sodass man sich da auch anlehnen, Sachen hinhängen kann und eigentlich für alles gesorgt ist. Da schauen wir nachher rein. Da gibt es ein Gäste-WC und einen Durchgang zum Technikraum, was ich eigentlich auch ganz schlau finde. Aber jetzt schauen wir erstmal hier rum in die große Wohnküche. Finde ich, dass sich dieses Garderobenmöbel hier diese Küche gleich überzieht. Vom Materialkonzept haben wir hier überall Eiche oder Eiche-Dekor zusammen mit diesem wunderschönen Lavendelgrün. Das Ganze ist hier so ein bisschen in Landhausstiloptik gehalten, passt ganz gut rein und dieses Lavendelgrün taucht hier überall nochmal wieder auf. Wir haben jetzt hier eine Größe von diesem Koch-Ess-Bereich von etwa 22 Quadratmetern, zieht sich über die ganze Giebelbreite und hier kann man auch gleich schon was zur
Decke sagen, wir haben hier unterschiedliche Raumhöhen. In dem Bereich ist die Abhängung von der Lüftungsanlage. Wir haben hier eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Sieht man auch hier schon an dem Luftzulass. Und es gibt eine Fußbodenheizung. Das heißt, hier wird nicht über die Lüftung geheizt, sondern es gibt eine Luftwasserwärmepumpe und eine wassergeführte Fußbodenheizung. Die Decke ist hier besonders schön gestaltet. Die ist nämlich abgehängt mit unbehandelter Fichte. Wir haben hier eine Breite von 38 cm. Das wirkt lange nicht so rustikal, wie wenn ihr so eine schmale Lattung habt und ist sehr, sehr gut fürs Raumklima. Dieses unbehandelte, offenporige Holz kann eben Feuchtigkeit puffern. Was ich auch eine nette Idee finde, ist diese Leuchte hier. Natürlich muss man sich bei der Planung dann wirklich Gedanken machen, wenn man sowas haben will, wo habe ich meinen Lichtauslass, meinen Strom. Das da hinten sind dann nur Befestigungspunkte. Was man jetzt auch sehen kann, hier hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht über eine große Sitzbank, auch vom Haushersteller schon eingebaut mit dieser Polsterung. Und diese Lamellen, die wir auch außen schon gesehen haben, tauchen hier wieder auch in diesem Lavendelgrün gestrichen. Und die geben so eine Abschottung zu diesem Flexbereich, zu dem ich euch gleich was sage. Trotzdem ist es offen und kommunikativ. Hier auf der Seite haben wir wieder das allseits beliebte Sitzfenster. Das ist auch wieder schön gelöst. Von außen in der Fassade ist einfach eine Festverglasung drin. 1,40 x 1,90. Das ist also bautechnisch die einfachste und sauberste Lösung. Und innen dann vom Schreiner diesen massiven Eichrahmen hier rumgebaut. Der hat jetzt hier schon so eine LED-Leiste eingelassen, sodass das abends gemütlich ist zum Lesen und hat eine Sitztiefe von 54 cm. Ein wichtiges Konzept bei diesem Haus war nämlich auch unterschiedliche Sitzplätze und Rückzugsräume zu schaffen, die von den Familienmitgliedern genutzt werden können. Hier gibt es übrigens noch so ein Raumklimaboard. Das haben mal die Auszubildenden des Hausherstellers entwickelt. Das finde ich auch ganz nett. Da kann man so Granulat reinmachen und Pflanzen, die darunter wachsen. Auch das ist fürs Raumklima ganz schön und auch optisch ganz nett. Hier sind wir jetzt im eigentlichen Kochbereich. Dieser Tresen ist jetzt nicht riesig, aber von beiden Seiten nutzbar. Der hat jetzt 1 Meter mal 1,40. Sehr schön finde ich, dass wenn das Material von der Arbeitsplatte da hinten gleich hochgezogen ist, dann habt ihr nämlich den Spritzschutz an der Wand auch ganz gut gelöst. Da sind auch zwei Steckdosen drin in unmittelbarer Nähe zum Herd. Wunderbare Sache. Wir haben hier wieder den Kopf, diesen Abzug nach unten und dann hier oben mal so eine bewegliche Lampe hängen, was ich eigentlich auch keine schlechte Idee finde. Da kann man in jeden Topf reinleuchten und abgesaugt wird nach unten. Natürlich gibt es hier auch noch mal zwei Absaugungen von der Lüftungsanlage und sogar die Möglichkeit, hier diese Tür aufzumachen bzw. da eben schnell rauszugehen mit dem Kaffee auf die Kaffee-Frühstücksterrasse nach Osten mit der Morgensonne. Und man könnte jetzt sich vorstellen, wenn man mehr Arbeitsfläche haben möchte, hier auch noch ein bisschen länger zu ziehen. Wichtig ist halt immer, dass die Türen noch aufgehen. Das ist hier locker gegeben. Hier ist noch 96 cm Durchgang. Da könnte man also auch noch was machen. Hier haben wir jetzt die Einbautiefe tatsächlich von 60 cm. Hier sind also wirklich große Schubladen drin und Auszüge. Da passt dann auch der Herd rein und auch der Kühlschrank. Und hier seht ihr dann, ist das Regal jetzt nur 25 tief, das offene. Denn dahinter ist jetzt dann die Einbaunische von der Garderobe. Das heißt, da sind dann eben die Schränke von der anderen Seite hauptsächlich nutzbar. Hier hinter mir haben wir jetzt die sehr, sehr schön helle Arbeits- und Küchenzeile mit dem Waschbecken drin. Da sage ich euch nochmal was zur Höhenabwicklung. Das sind jetzt hier 93 cm und dann passt es eben wunderbar, dass das hier auch einlaufen kann von der Fensterbank zu dieser Festverglasung, dass man da nicht nochmal einen Absatz hat. Sowas passiert auch nicht selbstverständlich, da muss man bei der Planung drauf achten. Es ist schlau, dass hier schon gleich eine Festverglasung hinter dem Wasserhahn ist. Wenn ihr so einen hohen Hahn habt, muss euch klar sein, wenn ihr den aufmacht, das spritzt auch mal. Also die Scheibe, man sieht es schon, ist auch mal verspritzt. Aber mein Gott, ist jetzt auch nicht so schlimm. Sehr schön ist, dass daneben eben noch diesen kleinen Öffnungsflügel gibt, wo man eben auch mal schnell was ablüften kann. Wenn man hier Nudeln ausschüttet, dann geht das
Wasser da schnell raus, der Wasserdampf. Und man hat natürlich hier total viel Licht und den Blick zur Haustür. Man sieht also auch gleich, wenn der Postbote da langläuft, kann das Paket entgegennehmen. Hat überall kurze Wege und immer alles im Blick, was man braucht. Denn auch Blickbeziehungen waren hier ein ganz wichtiges Thema. Hier geht es jetzt weiter in den sogenannten Flexbereich, der etwa 20 Quadratmeter hat. Aber als erstes möchte ich euch nochmal auf diese Sichtachse hinweisen. Wenn man reinkommt von der Diele, schaut man direkt auf dieses große Element nach draußen, hat also eine lange Sichtachse und das schafft ganz viel Großzügigkeit auch in kleineren Häusern. Hier ist diese schöne Trennwand, wo man auch nochmal ganz viel Stauraum drin hat. Stichwort, Architekt ist auch Schreiner gewesen, hat also wirklich überall, wo es geht, Stauraum untergebracht. Und hier hinter mir hat man jetzt diese große Hebeschiebetür, die auf die Hauptterrasse rausgeht mit dem abgeschleppten Dach. Sehr schön ist von der Höhe für die Orientierung für euch bis hier zur Oberkante Rahmen sind es etwa 2,14 Meter. Dieser Öffnungsflügel ist etwa knapp 1,50 groß, hat dann hier noch eine lichte Durchgangsbreite von 1,30. Hier kommt man also auch wirklich mit dem sehr gut raus und ich empfehle euch dann auch in so eine niedrige Schwelle wirklich zu investieren, auch wenn ihr keine Hebeschiebetür macht, weil es einfach super ist, um hier einen fließenden Übergang nach draußen zu kriegen. Das sind hier Kunststofffenster, die zweifarbig foliert sind, innen weiß, dann verschmilzt es hier mit der Wand, außen dieser Anthrazitthron, der berühmte. Und jetzt sieht man halt, was es für einen Vorteil hat, wenn man diesen Außenraum wirklich mit dem Innenraum verschmelzen kann. Hier gehen auch nochmal diese Lamellen weiter, sodass das Ganze sicht- und windgeschützt ist. Und dieser Raum ist also wirklich bei jedem Wetter nutzbar. Hier, dieser Flexbereich, hat man sich jetzt gedacht, wenn die Kinder noch kleiner sind, ist das ein super Spielbereich, denn die wollen in der Regel ganz in der Nähe zur Mama in der Küche bauen und nicht oben in ihren Kinderzimmern. Deshalb ist auch hier wieder überall Stauraum drin. Also da sind große Schubladen, wo das Spielzeug dann auch schnell wieder verschwinden kann, wenn aufgeräumt werden muss. Sehr schön ist auch gleich schon diese integrierte Sitzbank und wir sehen auch gleich die Treppe. Die ist nämlich auch was Besonderes. Die ist innenliegend. Das ist eine zweiläufige Treppe mit Podest und auch da kann man super viel Stauraum unterbringen. Dieser Bereich hat, wie gesagt, etwa 20 Quadratmeter. Hier könnte auch ein repräsentativer Essplatz oder später ein Arbeitsplatz, so ein kleiner mobiler Homeoffice-Bereich sein. Oder wenn man mal eine große Familienfeier hat, kann man hier wirklich einen langen Tisch stellen und einen ganz großen Raum machen, wo Platz für alle ist. Der zweite Teil des Wohnbereichs ist jetzt hier quasi mit so Vorhängen abteilbar. Das muss man sich überlegen, ob man da im echten Leben eine Schiebetür haben will. Alles kein Thema, aber das ist ein sehr kuscheliger Bereich. Hier kann man sich zurückziehen, beispielsweise zum Fernsehen. Dann kann man wirklich richtig wie bei der Kinoatmosphäre hier flexibel drumherum die Vorhänge zuziehen. Das ist der Durchgang ins Tiny House, ins Flying Space, wo dann die Großmutter wohnt, von der Idee her. Auch da kann man sich natürlich überlegen, eine richtige Tür reinzumachen. Im Musterhaus wollte man das jetzt einfach offen lassen. Das Ganze hat natürlich auch einen Zugang von außen. Was an diesem Bereich, der jetzt nochmal 15 Quadratmeter groß ist, sehr schön ist, dass er so eine ganz kuschelige Rückzugsatmosphäre hat. Hier ist mal so ein Sitzmöbel, auch übrigens vom Haushersteller hier auf Maß eingebaut. Man hat hier eine sehr breite Sitztiefe zum Lümmeln und hier hat man eine Sitztiefe, wo auch kleine Menschen wie ich mit kurzen Beinen gut sitzen können. Finde ich eine super Sache. Man kann diese Polster runternehmen, dann hat man hier auch gleich ein Gästebett bzw. zwei und das Highlight ist natürlich hier hinter mir auch wieder dieses Einbauregal mit Fichte, das eben ein bisschen einen Abstand zur Wand hat. Dahinter ist eine bedruckte Plexiglasplatte, die einfach hinterleuchtet ist mit so LED-Streifen. Und das gibt natürlich hier wirklich einen ganz kuscheligen Rückzugscharakter. Hier dann auch folgerichtig wieder die Fichte an der Decke und es macht es wirklich total gemütlich.
Das ist jetzt auch der einzige Raum, wo hier so ein Holzboden, ein Eicheparkett verlegt ist. Das ist so ein bisschen grau eingelassen und matt geschliffen. Das heißt, es wirkt eigentlich sehr gut, verschmilzt sehr gut mit den anderen Grautönen, die hier so zum Einsatz kommen. In das Tiny House hinter mir schauen wir nachher. Jetzt gucken wir uns erstmal noch die restlichen Räume im Erdgeschoss an und gehen hier im Haupthaus nach oben. Wenn wir hier rumkommen, sehen wir nochmal den Vorteil von so einer zweiläufigen geraden Treppe mit Podest. Da ist nämlich wirklich Platz drunter, wo man hier nochmal so eine kleine Speise- oder Putzkammer unterbringt, wo man den Staubsauger reinmachen kann. Da ist auch nochmal eine Steckdose drin, wenn man da was hat, ein Akkugerät, das man aufladen muss. Das ist also einfach sehr praktisch. Hier direkt neben der Tür geht es jetzt ins Gästebad, auch praktischerweise nochmal mit Dusche. Das sind etwa 4,8 Quadratmeter. Ihr seht schon, da hinten gibt es noch eine Tür. Da geht es weiter in den Technikraum. Aber auch dieser Raum ist sehr, sehr schön gestaltet. Hier ist nochmal Platz für eine kleine Dusche. Das können auch die Kinder benutzen, wenn sie größer sind. Oben gibt es ein großes Bad, keine zweite Dusche. Dann haben wir hier eine sehr, sehr schöne Einbaulösung drin. Mit dem Schrank, wo man also auch Sichtschutz für dieses Fenster machen kann, ja, weil das ist jetzt natürlich das Fenster zur Hauseingangsseite. Brüstungshöhe ist hier schon 1,30, da guckt also sowieso niemand rein, aber die Idee finde ich ganz nett. Hier an der Wand nochmal die Bodenfliesen hochzuziehen, ist auch eine tolle Sache. Und ansonsten sind die Wände hier nicht gefliest, sondern mit so einem Mineralguss verkleidet. Das ist eine total schöne, glatte, fugenlose Angelegenheit und eben auch für die Dusche total schön. Da sieht man das nochmal, auch diese Nische ist mit dieser Fensterbank hier aus Mineralguss gemacht und das sehen wir auch oben in den Bädern nochmal. Das ist einfach eine sehr edle und schöne Sache. Hier oben an der Decke haben wir nochmal so ein kleines Infrarotstrahlungselement als zusätzliche Heizung. Wenn man hier nass aus der Dusche kommt, dann muss man ansonsten die Temperatur hier nicht so hochfahren. Und jetzt gucken wir ganz kurz hier hinten rein. Das ist ein ganz normaler Technikraum. Da ist auch nochmal Platz, Getränkekisten abzustellen. Sind 7,8 Quadratmeter zur speziellen Haustechnik dieses Herstellers. Haben wir schon in ganz vielen Haustouren berichtet. Das verlinke ich euch nochmal, wenn euch das interessiert. Waschmaschine und Trockner müssen hier nicht rein, denn da gibt es oben eine ganz tolle Lösung. Und die schauen wir uns jetzt an. Hauskonzeptes ist auch diese innenliegende Treppe. Das bringt ein paar Vorteile, weil die Treppe dann keinen Platz an der Außenwand, die über Fenster belichtbar ist, wegnimmt. Man kann viel Stauraum von allen Seiten unterbringen und hier haben wir jetzt ein Tageslichtkonzept mit diesem Tageslichtspot von oben. Das funktioniert bei Treppen sehr gut, die von oben zu belichten. Ihr habt im Dach ja schon die Öffnung gesehen. Hier kommt der jetzt raus und der macht es wirklich wahnsinnig hell hier. Vom Materialkonzept haben wir jetzt hier massive Eichestufen und hier taucht ja wieder die Fichte auf, die wir hier auch als Material kennen. Ihr wisst ja, ich bin kein so Freund von unterschiedlichen Holzarten. Hier ist es aber ganz gut gelöst. Unter anderem hat man jetzt die Wanne hier auch in diesem Olivgrau gestrichen, die Farbe, die auch in der Fassade schon auftaucht. Und ich finde, dann stört es auch nicht, dass hier unterschiedliche Holzarten zum Einsatz kommen. Wenn wir jetzt hier hochgehen, kommen wir auf eine wahnsinnig offene, große, helle Galerie. Das Tageslichtkonzept ist auch ganz wichtig bei diesem Haus, denn Tageslicht ist auch ein wichtiger Gesundheitsaspekt. Und diese Galerie hat tatsächlich 23,5 Quadratmeter Fläche, ist relativ groß, aber auch multifunktional nutzbar. Als erstes sehen wir hier mal diesen Pflanztrog. Hier gibt es tatsächlich so viel Tageslicht, dass hier auch alle möglichen Arten von Pflanzen und Kräutern wachsen würden, was fürs Raumklima gut ist, aber auch ganz angenehm vielleicht hier oben so einen kleinen Kräutergarten zu haben. Und hier ist jetzt der Arbeitsplatz auf der Galerie. Als erstes fällt auf, dass wir hier eine sehr große Raumhöhe haben. Das Ganze war ja ein 32 Grad geneigtes Satteldach und diese Zwischendecke ist jetzt je nach Raum in unterschiedlichen Höhen
einziehbar. Das wurde hier auch mal gemacht, um die unterschiedliche Wirkung zu zeigen. Hier haben wir jetzt 2,80 Meter Raumhöhe und das tut sehr, sehr gut. Hinter mir sieht man jetzt schon durch dieses Duo-Dachflächenfenster kommt wahnsinnig viel Licht rein. Und wenn ihr jetzt mal hier guckt, hier gibt es diese Festverglasung und da gibt es eben die Dachflächenfenster, die außen in diesem abgeschleppten Dach in der Terrassenüberdachung sind. Das bringt eben hier auch nochmal Licht. Und der Vorteil ist, dass ich hier blendfreies Licht habe. Also hier einen sehr, sehr großen Arbeitsplatz. Man kann hier auch guten PC hinstellen, denn das Licht kommt von oben. Und gleichzeitig kann man hier immer runter gucken. Man hat den ganzen Garten im Überblick, man hat einen Sichtbezug nach draußen, man kann die Kinder sehen, ist aber hier oben trotzdem ungestört. Natürlich gibt es auch hier wieder ganz, ganz viel Stauraum in Form von Einbauschränken, zum Beispiel hier oder wenn ihr in die andere Richtung guckt, auch zum Kinderzimmer hin, die es also auch wirklich ermöglichen, dass man hier Ordnung hält, dass man hier ein Homeoffice drin hat, ohne dass das irgendwie nach Arbeit aussieht. Und hier hinter mir schauen wir jetzt gleich erstmal in den Elternbereich. Der Elternbereich hat 22,5 Quadratmeter. Jetzt höre ich euch schon schreien, warum so groß? Aber hier gibt es einen echten Mehrwert. Das Ganze ist nämlich mit einer integrierten Ankleide und das Zimmer ist groß genug, dass hier im Zweifelsfall auch mal ein kleines Kind noch mitschlafen kann. Also ein fieberndes Kind oder ein krankes Kind. Man kann hier noch ein Babybett hinstellen, man kann hier sogar eine Matratze und ein richtiges Bett noch integrieren und das ist im Alltag gar nicht so verkehrt. Jetzt haben wir hier nochmal diese Festverglasung, die auf dem Boden aufsitzt. Das ist 1,30 x 1,60. Ist an der Stelle ganz schön im Musterhaus, weil man jetzt mal sehen kann, wie anders das wirkt, wenn da in der Dachabschleppung keine Dachflächenfenster drin sind. Also es ist schon gut, wenn da auch noch mal Licht reinkommt. An der Stelle muss man das natürlich nicht machen. Gerade wenn man jetzt hier noch ein Bett haben will, ist es vielleicht auch ohne praktischer. Und ich höre euch auch schon schreien, die kann man ja nie putzen von außen, was natürlich stimmt. Dieses Bett, da gibt es auch noch ein Detail, diese Rückwand, diese gepolsterte, ist auch hier fest eingebaut schon. Der Hersteller hat ja auch eine Möbelschreinerei und da könnt ihr jetzt zum Beispiel sehen, sind dann die Steckdosen neben dem Bett tatsächlich auch in dieser Polsterung drin. Das ist jetzt irgendwie hier ganz schick. Ob das so wahnsinnig praktisch ist, weiß ich nicht, weil wenn ihr jetzt das Bett mal rausnehmen wollt, damit ist das jetzt auch nicht flexibel verrückbar. Die könnte man natürlich auch daneben platzieren, da würde man immer noch drankommen für die Nachttischlampen. Wenn wir jetzt hier weiter rumgehen, könnt ihr schon da hinten diese Ankleide sehen. Auch das ist wieder keine Wand, sondern ein doppelbreites Schrankelement, das hier reingestellt ist. Sehr schön mit dem offenen Bereich, wieder in Eiche. Hier ist ganz viel Stauraum. Nette Idee, das hier rumzuziehen. Da kann man hier noch was drauflegen oder sich prima blaue Flecken holen, nachts, ganz wie man möchte. Hier haben wir jetzt eine Brüstungshöhe von etwa 88 cm. Das heißt, die Privatsphäre ist auf jeden Fall gegeben. Es kommt aber auch viel Licht rein, dass man hier eine Ankleide mit Tageslicht hat. Wenn wir jetzt hier rumgehen, möchte ich euch gerade noch zeigen, hier ist der Durchgang 1,20. Das heißt, man kann auch auf beiden Seiten die Schränke aufmachen und es ist trotzdem noch genug Platz, dass sich die Türen hier nicht ins Gehege kommen. Und man hat hier wirklich eine zweizeilige Ankleide mit sehr, sehr viel Platz und Stauraum und den direkten Durchgang ins Familienbad, das etwa 11,5 Quadratmeter groß ist. Jetzt sind wir hier schon im Bad und man sieht gleich, so ein Dachflächenfenster bringt wahnsinnig viel Tageslicht von oben bei maximaler Privatsphäre, was ich wirklich an der Stelle sehr, sehr schön finde. Hier gibt es die kleine Schamwand fürs WC, das hier dahinter ist. Und als allererstes fallen natürlich diese Fliesen ins Auge. Das ist ein Feinsteinzeug, recht pflegeleicht in so Zementfliesenoptik mit dem typischen Ornament. Auch wieder in diesem Lavendelgrün, das wir unten in der Küche schon gesehen haben. Und die ist hier eben auch weitergezogen in die bodengleiche gefließte Dusche. Ich empfehle ja immer, da so eine bodengleiche Duschtasse reinzumachen, ist reinigungsfreundlicher. Und
Hier haben wir jetzt eine Dusche, die wirklich nur 85 x 85 ist. Das reicht natürlich zum Reinigen, aber ich würde mir auf jeden Fall in so einem Haus eine etwas größere Dusche gönnen. Schön ist, dass hier wieder die Wand in diesem Mineralguss, in diesem Korian gemacht ist. Das heißt, man hat hier an der Wand keine Fugen und das Material ist auch sehr, sehr wasserunempfindlich und reinigungsfreundlich. Und auch diese Milchglasscheibe ist natürlich nicht so anfällig, wo man also nicht so schnell Kalkflecken sieht. Auch eine ganz gute Sache. Wenn wir jetzt hier weiterkommen, kommt hier die Wanne mit Aussicht, was natürlich total schön ist, wenn man da keine Nachbarn hat. Dieses Fenster ist 1,95 x 65 hoch und ist eben extra so niedrig gesetzt, dass man aus der Wanne sitzend rausgucken kann. Wie gesagt, das kommt auf die Grundstückssituation an. Ansonsten würde ich empfehlen, ein hochliegendes Fensterband. Da kann dann zumindest von unten keiner reingucken. Oder auch hier nochmal ein Dachflächenfenster. Da guckt euch sowieso keiner rein. Hier ist dann der obligatorische Doppelwaschtisch. Hier als ein langes Waschbecken, auch in diesem Mineralguss aus einem Guss realisiert. Hier vorne wieder die Eicheoberfläche, was ich persönlich sehr schön finde. Hier ist aus diesem Mineralguss dann auch mal so eine Ablage mit so kleinen Fächern für die Schminksachen drin, was auch ganz praktisch ist. Klar ist, wenn ihr so einen hochsitzenden Spiegel habt, können sich Kinder hier unten nicht im Spiegel angucken. Also kann man sich auch überlegen. Das Highlight dieses Badezimmers ist diese Wand hinter mir. Hier ist nämlich der Platz für die Waschmaschine und den Trockner, sodass man das also wirklich hier erledigen kann, wo die Wäsche auch anfällt. Und hier gleich oben drüber diese schöne Platte hat, die man als Wickeltisch, als Wäsche zusammenlegt, Platz nutzen kann. Und im Schlafzimmer zu wickeln oder im Kinderzimmer ist nachts gar nicht so angenehm, weil es da ja eher kühl ist. Im Bad ist es eine super Sache, hier hat man es immer warm und ich finde es wirklich super praktisch und schön, das alles hier untergebracht zu haben. Und der Weg ins Kinderzimmer ist auch ganz kurz. Es gibt hier nämlich eine Rundlaufmöglichkeit, das heißt, das Bad hat natürlich hier nochmal einen Zugang zur Galerie. Und jetzt schauen wir noch kurz in die zwei Kinderzimmer. Das erste Kinderzimmer liegt jetzt hier direkt daneben. Man geht jetzt hier durch diese Einbauwand durch. Ganz, ganz schön finde ich diese Nischen, die man da noch mal hat für Bücher und Sonstiges. Das ist jetzt hier ein Beraterbüro im Musterhaus, deshalb auch die Glastür. Das ist das etwas größere Zimmer mit 15 Quadratmetern. Und wir schauen hier kurz rein, weil es hier noch mal ein Dachflächenfenster gibt. Da kann man noch mal ganz gut sehen, was das an Tageslicht reinbringt. Und hier gibt es die Klappe, wo man eben zum Dachraum gehen kann. Hier ist jetzt diese Zwischendecke auf 2,48 Meter eingezogen. Natürlich wäre hier auch ein Ausbaudach gleich Decke möglich. Ist vielleicht für ein Kinderzimmer eine Option, die man sich überlegen kann. Wir schauen jetzt hier mal ins zweite, weil dann hätte man die Möglichkeit, hier tatsächlich auch noch eine Galerieebene oder ein Hochbett reinzuziehen. Das Zimmer ist jetzt knapp 13 Quadratmeter groß. Hier haben wir jetzt wieder die Schwarzwald. Reminiszenz, nämlich dieses Fichtenholz, das hier angebracht ist, für ein Kinderzimmer wirklich total schön von der Akustik, vom Raumklima und natürlich dann auch die Möglichkeit, da Dinge anzuschrauben, wie zum Beispiel so eine Kletterwand. Dieser Kniestock hat dann innen noch etwa 1,76 Lichtehöhe. Das ist für die meisten Menschen wirklich so, dass man diesen Raum voll nutzen kann, ohne sich irgendwo einen Kopf zu stoßen. Und da gibt es wieder diese Brüstungshöhe von etwa 88 cm. Da kann man eben hinterher dann auch wunderbar einen Schreibtisch drunter stellen, sodass sich das auch gut möblieren lässt. Hier haben wir noch mal so eine S-Wand drin. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, flächenbündig Schränke unterzubringen, was ich immer sehr schön finde. Das ist jetzt praktisch die Rückwand von dem Schrank für das andere Kinderzimmer. Und hier hat man dann eben noch mal ganz viel Einbaufläche in diesem Raum. Jetzt schauen wir uns wie versprochen noch das angedockte Tiny House, das Flying Space an. Und wir gehen jetzt auch mal bewusst außen rum, obwohl es hier im Musterhaus ja auch die innenliegende Verbindung gibt, weil es nämlich ein paar Dinge gibt, die ich euch dazu noch sagen möchte.
Zumal es ja hier jetzt auch die Möglichkeit gibt, wirklich trockenen Fußes darüber zu kommen. Also wenn da jetzt mal eine Pflegekraft wohnen soll oder ihr wirklich überlegt, das Tiny House später mal abzukoppeln, damit es mit euren erwachsenen Kindern zum Studienort umziehen kann, ist es natürlich sinnvoller, ihr habt die Außenwand durchgezogen und hier keine Verbindung. Hier haben wir jetzt gerade noch den Carport, der jetzt hier wirklich sich ganz organisch ergibt. Das ist ein komplettes Vorsatzelement hier, was total praktisch ist. Und hier gibt es auch die Wallbox fürs Elektroauto, Stichwort Autarkie, denn auf dem Dach haben wir ja die Photovoltaik. Und hier wäre jetzt der separate Eingang ins Tiny House. Durch die Verbindung mit dem Carport gibt es da eben auch gleich schon einen trockenen, wind- und wettergeschützten Eingangsbereich, was sehr sinnvoll ist, weil wir jetzt hier in einem sehr offenen Raumgefüge sind. Dieses Tiny House hat nochmal etwa 40,5 Quadratmeter Wohnfläche, steht auf einem Punktfundament, ist also tatsächlich wieder abdockbar. Und hier haben wir jetzt schon das erste Element, was ich sehr schön finde. In der Diele ist so eine Garderobennische drin. Hier an der Rückwand ist wieder so eine bedruckte Aluplatte. Da kann man jedes beliebige Motiv draufdrucken. Und es ist praktisch, weil das absolut unempfindlich ist, wenn hier Jacken scheuern oder sich jemand hinsetzt. Das wird also nicht dreckig, das schabt sich nicht ab. Man kann jetzt hier schon sehen, dass das eingelassen ist in die Wand. Also die Ebenen sind hier unterschiedlich. Und so eine Wandnische ist natürlich wahrscheinlich auch nur möglich, wenn das Ganze mit der Außenwand an eine andere Wand andockt. Denn sonst wird euch ja da die Dämmebene unterbrochen. Also ich denke mal, das funktioniert so am besten, wenn das Ding wirklich hier dran bleiben soll und nicht, wenn ihr es abmachen wollt. Von der lichten Raumhöhe haben wir jetzt hier knapp 2,50 Meter und es gibt ein ganz tolles Einbaukonzept, nämlich zum Beispiel hier diese Küche in Zinkgelb, da sage ich euch gleich was dazu. Und ganz nett, dass hier also zum Beispiel jetzt schon der Elektroschrank dahinter verschwindet und einfach diese Küchenplatte hier rumgezogen ist, sodass das im Eingangsbereich total aufgeräumt aussieht. Wir schauen jetzt tatsächlich zuerst in das kleine Bad, das hier direkt neben der Eingangstür liegt. Das hat schon eine Tür, die immerhin eine lichte Durchgangsbreite von 85 cm hat. Das ist jetzt noch nicht barrierefrei, aber schon recht komfortabel. Und dieses kleine Duschbad hat etwa 3,7 Quadratmeter Wohnfläche. Auch hier gibt es wieder diese passgenauen Einbaumöbel, sodass man hier also überall genug Platz hat. So ein kleines Mineralgusswaschbecken an der Wand. Auch wieder die Verkleidung hier mit dem weißen Mineralguss, wo dann eben auch gleich schon so hinterleuchtete Einbaunischen möglich sind. Und was jetzt hier an der Seite ist, könnt ihr gleich angucken. Ich erzähle es euch schon mal, ist nämlich eine Dusche und dahinter eine Nische für die Waschmaschine und den Trockner bzw. ein Trockengestell. Diese Dusche ist jetzt immerhin 85 x 85, das ist schon ganz gut. Und die ist jetzt wieder komplett ausgekleidet. Ihr seht es vielleicht hier auch mit so einer bedruckten Aluplatte. Wir erinnern uns, das Haus heißt Enne und Enne Burda hat Schnittmuster entwickelt. Die Idee, hier diese Schnittmuster drauf zu drucken, finde ich total nett. Und ein Detail möchte ich euch noch zeigen. Es gibt jetzt hier tatsächlich diesen Alu, der hier rumgezogen ist um die Kante. Das sieht natürlich total schön aus. Und das ist eine Sache, die nur möglich ist in so einem Flying Space, wo auch der Innenausbau komplett im Werk gemacht wird. Ansonsten ist sowas hier auf der Baustelle dann schwierig hinzukriegen, beziehungsweise der Hersteller bietet es eben nur bei diesen Flying Spaces an. Und jetzt schauen wir uns mal den Wohnraum an. Wie gesagt, dieser ganze Bereich, der sich jetzt hier anschließt, hat insgesamt 25,5 Quadratmeter. Und hier kommen wir jetzt in den Koch-Ess-Bereich. Der profitiert natürlich total von diesem Flachdachfenster hier. Auch die Dinger sind nicht ganz billig, bringt es aber an dieser Stelle enorm. Mein Favorit ist das Gelb von dieser Küche. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, Zinkgelb, super matt, ist, glaube ich, der Rahlfarbton 1018. Und das ist einfach was hier so ein bisschen Peppigkeit reinbringt. Eine helle und doch knallige Farbe, die sehr gut tut.
Das ist eine Keramikarbeitsplatte und es ist sehr schön, finde ich, wenn das im gleichen Material hier hinten hochgezogen ist. Dann hat man gleich den Spritzschutz. Auch hier müsstet ihr natürlich gucken, dass ihr genug Steckdosen habt. Die sind jetzt hier versteckt, immerhin schon mal zwei. Hier gibt es so einen Kochendwasserhahn, das heißt, einen Wasserkocher braucht man hier nicht. Da kommt direkt das Kochendwasser, wenn man möchte. Was ich jetzt nicht so wahnsinnig praktisch finde für eine ältere Person, ist der Backofen hier unten. Da müsste man sich dann überlegen, ob man das hinkriegt. Ansonsten sind hier überall diese elektrischen Öffne drin, was natürlich irgendwie ganz schön ist. Hier ist jetzt, das wäre jetzt der Platz für den Backofen, ist jetzt der Kühlschrank drin. Das heißt, also wenn man jetzt hier beispielsweise den Backofen auf Bedienhöhe haben wollen würde, müsste man da noch mal ein bisschen anders planen. Jetzt geht es hier weiter in den Wohnbereich. Auch das wieder so ein Möbel, das teilweise von beiden Seiten nutzbar ist. Hier ist so ein kleiner Arbeitsbereich. Ganz, ganz schön finde ich dieses Fenster mit der niedrigen Brüstung. Das sind jetzt hier knapp 75 cm. Da läuft dann dieser große Arbeitstisch. Hier können Oma und Enkel arbeiten. Hier kann man super studieren. Da gibt es nochmal Stauraum rechts und links, sodass man hier wirklich was unterbringen kann. Und hier gibt es einen kleinen Wohnbereich. Hier wäre natürlich auch Platz für ein Sofa, wobei dieser Sessel sehr bequem ist. Und schön ist, dass man hier über diese Hebeschiebetür auch wieder einen Anschluss an die gemeinsame Terrasse hat. Also wenn man das mit der Familie nutzen will, ist das natürlich so optimal. Das ist jetzt eine sehr schmale Hebeschiebetür. Da ist dann die Öffnungsbreite, die Lichte nur noch knapp 75 cm. Da kann man sich natürlich auch aus Kostengründen dann überlegen, ob man da so einen Drehkippbeschlag macht. Hier hat man natürlich wieder den Vorteil, dass man auch eine flache Austrittsschwelle hat. Auch hier sieht man schon, ist wieder so eine Lüftungsanlage drin. Und da gibt es noch einen kleinen Raum, der wäre dann das Schlafzimmer. Hier im Musterhaus ist das jetzt auch ein Beraterbüro. Das sind noch mal ungefähr 11 Quadratmeter. Erwähnenswert finde ich auch hier diese große Festverglasung, die da ganz viel Licht reinholt. Und wie das Ganze mit Bett aussieht, zeigen wir euch jetzt gleich in einem eingeblendeten Foto. Es passt auch alles rein. Jetzt haben wir alle Räume im Musterhaus Enne inklusive dem angedockten Flying Space bzw. Tiny House gesehen. Und wenn ihr euch die Grundrisse nochmal anschauen wollt, ich habe euch das unten in der Description nochmal verlinkt in unserer Hausdatenbank. Da könnt ihr euch verschiedene Grundrissvarianten anschauen. Außerdem, wenn euch das Tiny House oder Flying Space interessiert, verlinke ich euch nochmal eine Haustour durch ein anderes Flying Space, wo wir schon mal ganz ausführlich alles beleuchtet haben. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Und wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es steht als Musterhaus hier in der Fertighauswelt Schwarzwald in Kappel-Grafenhausen direkt an der A5, ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.